Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrenden, liebe Organisatoren der Media Literacy Awards 2022, ich danke euch allen, dass ihr einem Thema, das so vielen von uns am Herzen liegt, so viel Aufmerksamkeit schenkt, dem Thema der Desinformation im digitalen Medienzeitalter und der wichtigen, wirklich fundamentalen Rolle, die die Medienkompetenz in unserem gemeinsamen Kampf gegen diese Desinformation spielen kann und spielen muss. Als ehemalige Journalistin kann ich euch gar nicht sagen, wie viel diese Veranstaltung und eure Anwesenheit heute den Tausenden von Reportern, Journalisten, Berichterstattern, Redakteuren bedeutet, die Tag für Tag daran arbeiten, die Tatsachen und Zusammenhänge unserer komplizierten Gegenwart darzustellen und diese Berichterstattung an euch und in die Welt zu bringen. Ich hatte eigentlich selber nie vor, eine Organisation wie Lie Detectors zu gründen, die tagtäglich an Medienkompetenz arbeitet. Ich war selbst Journalistin und ich habe es geliebt, Journalistin zu sein. Aber irgendwann wurde mir klar, wie schwer es für viele ist, zu unterscheiden, was eine gut recherchierte Tatsache ist oder eine gut fundierte Meldung. Und auf der anderen Seite, was Witz ist, was Verdrehung oder blanke Lüge ist. Also habe ich angefangen, mit jungen Menschen und mit Lehrenden darüber zu sprechen, mit Menschen wie euch. Und wisst ihr, als ich vor nun mehr als 5 Jahren zum allerersten Mal in einem Klassenzimmer stand, um mit Lehrenden und mit Schülerinnen und Schülern darüber zu sprechen, wie Journalismus funktioniert und wie die Desinformation sich in die Online-Welt hineingeschmuggelt hat, wie wir Journalisten online herausfinden, was wahr ist und was nicht wahr ist, da war mir doch ein wenig mulmig zumute, denn ich dachte, was ist, wenn ihr dieses Thema Desinformation für langweilig haltet? Was ist, wenn Schüler und Schülerinnen denken, das gehört in ein Gespräch für Erwachsene, das ist nicht, es geht um Politik, das geht nicht um mich? Oder was, wenn Lehrende denken, das ist was für den Informatikbereich oder für die Politikstunde, aber auch nichts für mich? Und die Zeit hat wirklich gezeigt, wie ernst ihr dieses Thema nehmt. Zehntausende von Kindern und die Hunderte von Lehrenden in Europa, mit denen wir arbeiten, haben uns das gesagt. Und viele von euch seid hier jetzt versammelt. Ihr sagt uns immer wieder Folgendes, dass die Medienkompetenz in jeden Unterricht gehört, dass es fachübergreifend als Basiskompetenz angesehen werden muss, genau wie Lesen und Schreiben. Und ihr sagt uns alle, wie ernst wir alle dieses Thema nehmen müssen. Denn unser Ziel ist es ja, dass jeder von uns, letztlich jeder Bürger in der Lage sein soll, wie ein guter Journalist zu denken und zu recherchieren. Sorgfältig, nachdenklich, fair und mit einem offenen und forschenden Geist. Für die Hunderte von Journalisten, die durch Lie Detectors und ähnliche Organisationen wie unsere mit Lehrenden und Schülern wie euch arbeiten, ist es eine große Verantwortung. Aber auch für die Lehrenden unter euch, die dieses Thema bereits im Unterricht anspricht. Denn wir dürfen nicht nur über die Gefahren der Online-Informationswelt sprechen. Damit würden wir ja eigentlich nur Angst schüren. Wir würden uns vielleicht alle die Hände in den Schoß legen und aufgeben, überhaupt nach der Wahrheit zu suchen, einfach nur noch das glauben, was der beste Freund gerade auf Insta geschickt hat. Nein, wir müssen auch über die unendlichen Schätze sprechen, die wir online finden können. Ein wahrhaftiges Füllhorn von wahrer, gut recherchierter und zuverlässiger Information, wie wir sie früher nie so leicht bekommen konnten. Und wir müssen darüber sprechen, wie man diese zuverlässigen Informationen aufspürt, welche Hilfsmittel es gibt, die zu erkennen und warum sich das überhaupt lohnt. Manchmal nennen wir diesen Ansatz des Yin und Yang der Medienkompetenz. Und bei Lie Detectors haben wir in den letzten Jahren anhand von zwei aktuellen Ereignissen wirklich gespürt, warum diese beiden Perspektiven so wichtig sind. Die Corona-Pandemie hat uns vor allen Dingen gezeigt, wie wichtig es ist, in der Lage zu sein, Verschwörungstheorien und Unwahrheiten herauszufiltern, wenn sie per WhatsApp oder TikTok unsere Welt überschwemmen, Falschmeldungen, die Leben gefährdet haben und weiterhin gefährden. Als wir uns während der ersten Pandemie-Lockdowns in die Klassenzimmer eingeloggt haben via Videokonferenz, da haben uns Lehrer und Schüler oft ausgefragt über die Meldungen, die sie selbst verunsicherten und beängstigten. Zum Beispiel fragten uns Schüler oft, stimmt es, dass das Tragen von Masken mich krank machen werden?
Oder stimmt es, dass Bill Gates mir einen Mikrochip in den Arm jagen will? Und das ist wirklich nichts, was wir tatenlos hinnehmen müssen. Wir können alle sehr einfache Instrumente und Methoden benutzen, um solche Unwahrheiten zu entlarven. Zum Beispiel, wir können uns die Zeit nehmen, weiterzulesen als nur die Überschrift. Zu prüfen, wer hat diese Meldung online gestellt? Zu prüfen, wer hat dieses Foto online gestellt und was zeigt dieses Foto eigentlich wirklich? Aber auch nachzudenken, was sagt mir mein eigener gesunder Menschenverstand? Und vor allen Dingen langsam vorgehen und entscheiden, ich werde diesen Beitrag erst dann teilen, wenn ich sicher bin, dass er wirklich wahr ist. Und auf der anderen Seite, als uns der Krieg in der Ukraine begann, zeigte er uns, wie wichtig es ist, Zugang zu guten und zuverlässigen Informationen zu haben. Eine lebendige, gesunde, unabhängige und professionelle Presse, Journalisten, die Gefahren trotzen, um all diese Fragen für uns stellen zu können, die Themen und Regionen der Welt zu beleuchten, die wir als informierte Bürger und zukünftige Wähler verstehen müssen. Und es ist wichtig, vor allen Dingen sich zu vergegenwärtigen, dass erwachsene und junge Menschen nicht immer an denselben Orten nach Informationen suchen. Wir alle informieren uns mittlerweile auf unseren bevorzugten Nachrichtenseiten und Plattformen und manchmal und immer öfter auch per Chat oder Foto-App. Es gibt also keine zuverlässig geteilte Informationssphäre mehr. Und genau deswegen brauchen wir alle selbst die Werkzeuge des kritischen Denkens, um uns zuverlässig zu informieren, jung und alt gleichermaßen. Denn mit guten Informationen können wir dann auch gute, fundierte Entscheidungen treffen. Und wenn wir darüber nachdenken, dann hängt ja die Demokratie selbst von unserer Fähigkeit ab, gute, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir müssen niemandem vorschreiben, was sie zu denken haben. Entscheidend ist, dass wir in einer Welt, in der wir uns täglich selbstständig informieren, die Werkzeuge haben, die wir für unser Lernen brauchen. Die Werkzeuge, um wie die besten Journalisten zu denken und zu handeln, um gute Informationen zu finden, um zu debattieren und auch um unterschiedliche Meinungen zu respektieren. Anstatt uns auf unsere entgegengesetzten Pole zurückzuziehen, unser Nachdenken, unsere Neugier auf eine komplizierte Wahrheit wieder neu zu entdecken. Heute und morgen werdet ihr von vielen wunderbaren Projekten hören und euch darüber austauschen. Ich danke euch, dass ihr zuhört, dass ihr mitmacht und dass ihr das, was ihr seht und lernt, nach dem Festival weiter in eure Klassenzimmer tragt. Vielen Dank. Liebe Juliane, danke für deine Lecture. Was mir jetzt durch den Kopf geht, weil du gesagt hast, eine komplizierte Welt und wir alle müssen so ein Stück weit eben selbst zu Journalisten und Journalistinnen werden. Wie gut gelingt das eigentlich in den Workshops, die ihr veranstaltet? Wie nehmen das die Schüler und Schülerinnen dann auf und wie leicht gelingt ihnen das? Wir arbeiten mit Kindern im Alter von 10 bis 15 Jahren und die finden das ausschließlich interessant und spannend. Und das journalistische Denken hilft uns, uns nicht hinters Licht führen zu lassen. Und jeder Mensch, jeder Bürger braucht die Fähigkeit, wie ein Journalist zu denken. Und das ist gar nicht so schwer. Du bist ja eigentlich Journalistin, ursprünglich. Das heißt, du hast das im Blut, mehr oder weniger. Wie bist du dann zu diesem Schritt gekommen, zu sagen, okay, ich möchte mein Wissen weitergeben? Was war da so der zündende Anlass dafür? Also ich war 20 Jahre Journalistin und wirklich sehr passionierte Journalistin und merkte irgendwann über meine eigenen sozialen Medienplattformen, auf denen ich selber war, wie sehr sich das Vertrauen in den Journalismus abschwächte. Und da dachte ich mir, es ist mal Zeit, dass man sich diesen Fragen stellt, ganz offen stellt. Und zwar nicht in irgendwelchen großen Veranstaltungen, sondern in ganz intimen Klassenzimmern, wo die Kinder selber und die Lehrenden selber die Möglichkeit haben zu fragen, sag mal, und du bist Journalistin, hast du denn schon mal eine Falschmeldung gebracht? Denn das sind die allerwichtigsten Unterhaltungen. Und wie reagieren dann die Schüler, Schülerinnen, wenn du auch sagst, ja, es passieren Fehler? Es ist absolut still im Klassenzimmer, weil Schülerinnen und Schüler es auch gar nicht gewohnt sind, dass ein Erwachsener sich vor sie stellt und sagt, ich kann es nicht immer. Aber das ist unglaublich wichtig. Und was wir wirklich zeigen wollen, ist, dass der Journalismus zwar nicht immer perfekt ist, aber dass es trotzdem
etwas anderes ist als die vorsätzlich ins Internet gesetzte Manipulation, Propaganda, Lüge, Verdrehung. Das kritische Denken war ja schon immer wichtig. Also ein berühmtes Zitat ist ja auch, glaub nicht alles, was in der Zeitung steht. Aber was hat sich durch den digitalen Wandel dann noch einmal verschärft aus deiner Sicht? Also es ist natürlich wahr, dass es Propaganda und Verdrehungen schon immer gegeben hat. Aber es ist halt so, dass wir eine ganz unterschiedliche Welt sehen und dass diese Welt, dass diese Algorithmen wirklich sehr polarisierend wirken. Und das merken auch junge Menschen. Das heißt, wir können auch mit 10-Jährigen darüber reden, denn sie merken es ja, nicht wahr? Und was wir wirklich bezwecken wollen, ist, wir können diese Algorithmen nicht plötzlich abschalten. Wir müssen lernen, über den Tellerrand dieser Silos, dieser algorithmischen Silos hinauszugucken und uns gegenseitig zu sehen. Ja, um ein etwas plattes Beispiel zu bemühen, aber die Welt ist eben nicht schwarz-weiß, sondern bunt. Und das wäre doch schön, wenn die Leute diese Farben halt sehen könnten. Ja, so ist es ganz genau. Und momentan sehen wir wirklich sehr viel Schwarz und Weiß. Und was wir sehr oft auch den Kindern vermitteln wollen, wo es ein bisschen verworren ist und wo es weder dies noch das ist, sondern eigentlich eine Mischung. Wir können altersgerecht, politisch neutral und spielerisch rangehen. Und das müssen wir auch. Und man muss sich vorstellen, dass wir hier gerade dabei sind, eine neue Kompetenz zu trainieren. Das ist wie ein kritischer Denkmuskel, der trainiert werden muss. Und da geht man nicht gleich mit dem schwersten Gewicht ran, sondern macht es vorsichtig, leicht. Und zwar so, dass es allen Spaß macht und dass auch alle mitmachen können. Es liegt uns ja auch vor allen Dingen nicht daran, den Menschen zu sagen, was sie zu denken haben, sondern dass sie zu denken haben und dass sich das lohnt und dass sie da auch selber etwas herausgewinnen werden. Ja, ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Absolut. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Liebe Grüße nach London, glaube ich. Mhm. Ja, momentan. Vielen Dank. Ich wünsche euch allen sehr viel Spaß bei der Veranstaltung. Ja, vielen Dank. Danke und dir. Alles Gute auch für deine Plattform Lie Detectors. Danke sehr. Und bis bald, ja. Tschüss. Ciao. Danke, Baba.